uns in lieber die See. Wir tauchen ein in die Spiele. So, hallo liebe Freunde und ganz herzlich willkommen bei Peru Plays, live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru. Ja, und jetzt ist das passiert, was ich nie gedacht hätte, dass es passiert. Ich bin jetzt doch bei FC 24 gelandet. Ich bin jetzt kein Daddler, ich bin kein Spieler. Ne? Wir machen eine Trainerkarriere. Ne? Das, glaube ich, liegt mir ein bisschen eher. Ich bin da jetzt nicht der... Ja, Controller-Akrobat. Gut, wir erstellen uns mal schnell einen neuen Trainer. Und ich bin selber sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ihr werdet jetzt erleben, was passiert, wenn ein absoluter Amateur als Trainer einsteigt. Ja, ich habe so viel Ahnung vom Fußball wie eine Kuh vom Eislauf. Ne? Das ist so, muss man sagen, wie es ist. Deshalb dürfte es umso interessanter werden. Okay, jetzt müssen wir schnell mal den Namen hier eingeben. Das machen wir mal ganz schnell. Ups, mal wenn, dann schreiben wir es richtig, oder? So, jawohl. Und Land nehmen wir natürlich Zypern, wie es sich gehört. So, Moment. Wo ist er? Da ist er. So, ich werde mal versuchen, dass wir ihn ein bisschen annähernd ähnlich machen wie das Original, den guten alten Peru. Wir nehmen einen authentischen Club und der hier ist mir schon sehr sympathisch. Als alter Hamburger, ja, ist immer so die Gewissensfrage, der HSV oder St. Pauli. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich muss es gestehen, ich bin überhaupt gar kein Fußballfan. Ne? Aber ich habe einfach mal Bock drauf, das zu spielen. Ne? Deshalb einfach aus dem Bauch raus, Sympathieentscheidung, St. Pauli. Da habe ich auch so ein bisschen Link dazu, persönlich. Ja, das machen wir. So. Internationale Jobangebote machen wir mal aus. Übernahme deaktiviert, Verhandlungshärte locker. Ja, das Neuling, ja, das passt auch. Ja, das lassen wir mal so. Gut, Neuanfang. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Leute, wenn es euch gefällt, oder noch besser, wenn ihr konstruktive Tipps habt, ja, lasst es mich wissen. Ja, sagt mir Bescheid. So, dann machen wir mal einen neuen Spielstand. Also, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ne? Also, ich lasse jetzt hier alles... weg, was hier noch so extra ist, also jetzt erstmal mit Jugendarbeit und so, das werde ich jetzt erstmal noch nicht machen. Muss ich mir alles erstmal nochmal in Ruhe anschauen. Ich will jetzt ganz einfach mal sozusagen bildlich gesprochen den Ball ins Rollen bringen. Okay, das passt. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Peru. Also er sieht mir doch nicht so ähnlich, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ist okay. So, ich werde das jetzt hier, wie gesagt, als erstes Anfängerspiel mal so auf Standard lassen, hier das Ganze. So, ja, jetzt müssen wir Coaches einstellen, ne? Hier für Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Offensive, also Angriff. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auf die Finanzen achten, aber natürlich wollen wir sehen, dass wir dann doch Leute kriegen, die schon einigermaßen Ahnung von dem haben, was sie da tun. Also hier der Nils Schneider hier, offensiv, 4 Sterne für 4.000, der ist gekauft. So, warte mal, Angriff, genau. Sehr schön. Das sehen wir gerne. So, verpflichten Sie weitere Coaches. So. Ja, gehen wir das doch mal der Reihe nach durch. Machen wir weiter gleich hier mit dem Mittelfeld. Obwohl, ne, wir brauchen ja in jeder Rubrik 2 Trainer oder sollten 2 Trainer haben.
Ich habe schon mal einen, der ist richtig günstig, ne? Für 1,617 mit 3 Sternen. Das ist nicht schlecht. Warten wir mal. Ich glaube kaum, dass wir da jetzt was Besseres finden. Ja, auch nicht mit unserem Spielstil. Da war der schon wirklich Gold wert für den Preis, ne? Also sind wir hier auch an der Waage bei der Taktik ausgeglichen. Passt also wirklich zu unserem Spielstil. Sehr schön. Dann machen wir jetzt weiter beim Mittelfeld. So, Mittelfeldfähigkeiten. So, da haben wir einmal Sascha Durand. 3.200. 3 Sterne. Ja, da ist er schon bei 5.000. Der passt nicht in unser Spielkonzept. Da bleibt auch nur der Durand. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil da hätte ich natürlich auch gerne einen zweiten Coach rangesetzt. Kann sein, dass wir da noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen. Okay, weiter erstmal zur Abwehr. Defensivfähigkeiten. Hier, Oscar de Vos, 4 Sterne. Und das bei dem günstigen Preis. Ist gekauft. So. Warte mal. Warte mal, ob wir die zweite Abwehrposition hier auch noch coachmäßig vergeben können. Da wäre einer für 3.565. Ja. Der hat aber auch 3 Sterne. Moment. 4 Sterne für knapp 3. Da überlege ich nicht lange. Der bleibt da, natürlich. So, Torwart. Oha. 5 Sterne, aber auch 5.000. Wir müssen am Anfang auf das Geld achten, Freunde. Aber hier haben wir jetzt schon. Kann man die. Warte mal. Mal sortieren hier nach Taktik. So, okay. Das sollte passen. Also, der Kollege hat 3 Sterne, kostet 7.000. Hier, witzig, ne? Der mit 5. 5.100. Ach komm. Dann nehmen wir den. Torwart ist wichtig. Brauchen wir nicht drüber reden, oder? So. Dann brauchen wir noch einen zweiten Torwarttrainer. Nein, da hört schon wieder auf. Da wird es jetzt eng, ne? Ja, gut, muss ich mit dem 2-Sterne-General hier Vorlieb nehmen. Okay. So, jetzt noch einen fürs Mittelfeld, dann bin ich eigentlich schon happy. So, 3 Sterne, das ist schon wieder außerhalb unserer Möglichkeiten hier. Also ich wollte schon 2 oder 3 Sterne mindestens. 2 Sterne ist auch schon ziemlich mau. Komm, scheiß drauf. Komm. Den können wir immerhin noch irgendwie umpositionieren später, ne? Weil der macht so ungefähr alles, ne? Okay. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Freunde. So, das haben wir schon mal. Jetzt schauen wir mal kurz in den Posteingang, bevor wir loslegen. Transfermarkt ist jetzt offen. Trainingsplan ansehen und darauf achten, dass sich Ihre Profis auf die Bereiche konzentrieren, ist klar. Assistenztrainer. Wir investieren in junge Spieler. Ja, Jugendtraining, das ist immer die Sache, die, ja, ne, die werde ich jetzt erstmal so ein bisschen hinten dran lassen. Also wenn ihr mir was dazu sagen könnt oder ein gutes Video empfehlen könnt zur Trainerkarriere, ne, wie gesagt, lasst es mich mal wissen, ne? So, André Wolf, einer der Scouts. Okay, nach Region und spielerspezifisch. Gucken wir mal schnell rein. André Wolf macht Gebietsscouting. Okay, also das werde ich mir später reinziehen.
Weil wir wollen natürlich hier noch irgendwann mal natürlich auch mal die erste Partie machen, ne? Ich glaube, da gibt es keine Frage. Wir schauen uns mal den aktuellen Trainingsplan an. Und ich will das jetzt einfach so machen. Ich werde jetzt erstmal die Startelf sehr aggressiv, sehr bissig machen. Und zwar im Gesamten. Das nehmen wir jetzt mal für die gesamte Startelf. Und hier unsere Ersatzbank. Die machen wir mal auf Fitness. Und zwar natürlich für alle. Okay. Ich hoffe, das ist erstmal als Anfang okay. Und das klappt so. Schauen wir uns mal kurz die Ziele an. Verpflichte einen Spieler in der Jugendakademie. Position Verteidiger. Verpflichte mindestens zwei Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Teilnehmer berechtigt. Verpflichte innerhalb von zwei Saisons einen Jugendspieler für die Profimannschaft. Setze sie in eine Partie als Startspieler oder Einwechselspieler ein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hoa, da kommt Arbeit auf mich zu. Okay. Aber ich denke mal, nach der ganzen Theorie, lassen wir doch einfach mal die Praxis sprechen und schauen erstmal, wie die Jungs sich so in einer Partie schlagen. Wie gesagt, ich habe mit FC oder FIFA in der Vergangenheit überhaupt gar keine Berührungspunkte. Ich bin auch, wie gesagt, kein Controller-Jongleur, ne? Das heißt, ich werde da in die Partien jetzt auch nicht eingreifen, gleich als Vorwarnung, ne? Ich hoffe, ihr habt da trotzdem Spaß dran, ne? Wie gesagt, natürlich nicht vergessen, wenn es euch gefällt, ne? Und ihr mehr davon sehen wollt, gerne in die Kommentare was reinschreiben. Und natürlich Daumen nach oben, Leute, bricht euch keinen Zacken aus der Krone, ne? Gudi, unsere erste Partie ist am 22. auswärts gegen den ersten FC Nürnberg. Ach komm, da haben wir ja schon gleich mal einen Brocken, ne? Also ich denke auf jeden Fall, dass es ein Brocken wird, weil das ist ja schon eine Hausnummer. Gut, dann springen wir mal vor. Saisonvorbereitung, Turniereinladung. Nee, das lassen wir nochmal. So. Boah. Oh, wir haben wieder Post. Moment, bevor wir ins Spiel gehen. Dank deines Trainingsplans hat Burchard die optimale Fitness erreicht. Ein ausgeglichener Plan wäre jetzt am besten. Das werden wir uns nach der Partie anschauen. Jackson Irvine, hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich beim FC St. Pauli begrüßen. Das ist doch nett. Und ich freue mich auf die Zukunft. Möge sie erfolgreich sein. Ich übernehme allerdings keine Garantie, sage ich euch gleich, Freunde. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir. Hä? Wo ist unser Match? War nicht. Doch, komm, alles in Ordnung. Wieso haben wir. Ach so. Ich muss mich hier erstmal einfügen. Sorry, Freunde. Nee, ich will ja auch jetzt noch keine Spieler verkaufen. Seid ihr bescheuert? Natürlich nicht. So, Vorbericht, Trainingseinheit. So, das ist unsere Aufstellung. Beziehungsweise, das ist natürlich nicht unsere, sondern die vom ersten FC Nürnberg. Okay. Dann, Leute. Einmal tief durchatmen und dann schauen wir uns mal an, was unsere Jungs so können oder auch nicht. Heute haben wir eine ganz besondere Begegnung für Sie. Ein Spiel, über das im Vorfeld viel diskutiert wurde. Wir sind live dabei. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Meine erste Partie. FC So, beziehungsweise jetzt geht's FIFA hier gleich überhaupt. endlich auf dem Rasen los. Bleiben Sie dran. Max Morlock Stadion. Was Ja, ist das für vielen ein Dank. Name? Lücke 1 Morlock. läuft. Das klingt wie so eine Science-Fiction-Figur. Der Morlock. Gibt's Das doch, ist die oder? Aufstellung des ersten FC Nürnberg. Okay, wir spielen auswärts.
in Weiß. Okay. Also ich will gerade die Ansicht wechseln. Funktioniert noch nicht ganz. Okay, jetzt. Okay. Jetzt können wir das Ganze genießen hier. Die Situation wird erstmal geklärt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Kann sich durchsetzen. Er ist frei. Oh. Oh, Alter. Also ich glaube ehrlich gesagt, wie geht denn das los? Aber der Keeper, sensationell. Ich hoffe, die Jungs verkacken nicht gleich beim ersten Spiel. Das wäre es ja hier. Der Ball kommt rein. Gute Aktion. Gut geklärt. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Also aktuell mehr Glück als Verstand. Ne? Das. Oh. Ja, gut gehalten. Ecke ins Zentrum. So, Szene beendet. Durchatmen. Okay. Ich hoffe, wir klären das jetzt hier ein bisschen. Wir erleben heute das Debüt des neuen Trainers. Und was man von ihm erwartet, das sagt man auch ganz deutlich. Man will am Ende der Saison den Aufstieg schaffen. Keine einfache Aufgabe. Aufstieg. Genau das vorgenommen haben. Und da schauen wir heute doch mal. Da träume ich jetzt noch von. Ich glaube, der Druck ist da. Jackson Irvine. Da suchen sie jetzt die Lücke. Hartl. Na? Jackson Irvine. Komm, Jungs, da geht doch was. Saliakas. Ansonsten müssen wir mal den Trainingsplan nochmal nachjustieren. Yes! Yes! Ja, sie jubeln. Völlig zu Recht. Perfektes Timing bei diesem Schuss. Hier das Tor nochmal. Ja, klasse gemacht. Schön. Kann man sich immer wieder angucken. Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Okay. Also von mir aus kannst du weitergehen, ne? Das ist. Sieht gut aus. Guter Einsatz, Ball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Gute Aktion, da kommt der Ball. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Da können sie kontern. Guter Spielaufbau jetzt. Da, der Konter. Ach, kein Mist, Jungs. Zieht den Ball zurück, klasse Anspiel. Okay, die Richtung gefällt mir schon wieder deutlich besser. Wow, wow, hallo, oh, das war doch ein Foul. Eben. Ganz energisch. So nah dran und dann. Lass uns wieder abnehmen.
Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Hartl. Na? Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Da geht er vorbei. Jetzt komm, komm, komm. Oh. So, geht jetzt nach innen. Leute. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion lässt da überhaupt nichts anbrennen. Komm, einer geht noch vor der Halbzeit, oder? Ich glaube, die Fans sind da mit mir einer Meinung. Jetzt kommt die Ecke. Ah. Da passt er auf und kann klären. Gelegenheit jetzt für einen Konter. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Steil gespielt. Gute Mach keinen Scheiß. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Braver Torwart. Brav. Jackson Irvine. So, es geht hin und her, Leute. Es muss doch noch mal im Kasten klingeln hier. Ja, sehr. Also, sie hatten ja schon ein paar gute Chancen, ne? Das ist wieder. Schon wieder. Aber er geht nicht rein. Ja, ne? Ich bin verständnislos. Ihr seht mich. Ja, ich bin verständnislos. Der muss doch reingehen. So viele Chancen. Der Ball kommt rein. Leider Boah. Unplatziert dieser Schuss und der ja. Torwart hält ihn problemlos. Schade. Der Schiedsrichter Aber und es wir gehen in die Kabine Pause. Mit 1-0. Buschi, bisher ist das ein guter Auftritt in diesem Spiel, oder? Wie hast du es gesehen? Hat das Führungstor gemacht, der Spielstand stimmt im Augenblick auch. Also in meinen Augen ist das eine gute Leistung bisher. Und jetzt geht's hier weiter. So, die zweite Halbzeit. Es hat richtig gut angefangen. Ich hoffe, wir machen so weiter. Immerhin das erste Spiel, das ist immer so wichtig. Ne? Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Jetzt muss er aufpassen. Oh. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Ich hoffe, wir nutzen gleich den Vorteil. Jetzt wird gewechselt. Okay. So, Schleimer. Was? Schleimer? Kommt für Fuchs. Auch schöner Name, ja. Herr Schleimer, bitte nicht ausrutschen. Schlägt den Ball rein. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Er hält drauf. Oh. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Wie oft? Wie oft denn noch? Es zieht ihn also nach London. Er geht zum FC Chelsea. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Ich meine, das Schlimme ist, die sind immer im richtigen Drittel, nämlich vor dem Tor, aber er geht nicht rein. Das ist... Jetzt habe ich sie extra auf Bissigkeit trainiert. Ja, man merkt, die verfallen hier nicht in Hektik auf der Suche nach dem Ausgleich. Saliakas. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Ja, Irvin, immer eine Bank. Jetzt die Flanke. Erstmal geklärt. Schuss! Nein, das ist doch nicht wahr. Ausgerechnet Saad, das ist eigentlich ja der Torkönig von St. Pauli, ne? Das ist... Mist. Da ist irgendwie der Wurm drin.
in dieser Partie. So, Ecke kommt. Der Ballverlust jetzt. So, 60. Spielminute. Ich meine, ich bin ja mit allem zufrieden, solange wir keinen Gegentreffer kassieren. Also FC Nürnberg ist schon... Oh, ist ja eine starke Mannschaft, ne? Ich bin da froh, wenn wir da mit dem 1:0 rauskommen. Junge, Junge. Ecke ins Zentrum. Der Befreiungsschlag. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Da oben, der vorne den Ball. Da ist die Chance. Und? Ja, endlich. Dankeschön. Dankeschön. Das war jetzt richtig wichtig. Das Tor nochmal ausschlaggebend, dieser ständige Druck auf die Abwehr und aufs Tor, und dann ist die Lücke da. Hat das Training doch was gebracht? Hurra! Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. So, also uns wird noch kein Wechsel vorgeschlagen. Alles im grünen Bereich scheinbar. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ball kommt schön nach innen. Mach keinen Scheiß. Fragen uns alle, Wolf. Boah. Vielleicht können Sie diese Ecke. Alter Schwede. Die Fans hoffen drauf. So, 70. Spielminute. Wir führen noch mit 2:0. Ich hoffe, das bleibt so. Gegen den ersten FC Nürnberg. Da kommt die Ecke. Er ist da und kann den Ball hier klären. Gott sei Dank. Jetzt nicht noch einen reinzimmern lassen, Jungs. Also es scheint, als wenn wir so auch die richtige Auswahl bei den Coaches getroffen haben. Jetzt, bislang jedenfalls. Jetzt fällt mir gerade auf, wie sieht denn dieser Rasen aus? Guckt euch mal die ganzen Flecken an hier. Jackson Irvine. Haben wir den schon so rausgegrätscht hier, den Rasen, oder was ist los? Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Nürnberg holt sich den Ball. Wow, 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 wow. Mach keinen Scheiß. Harte. Das könnte gefährlich werden. Oh, die Riesenchance. Lassen den Helder. Oh, wir können auswechseln. Warte mal. Wahl gegen Nemeth. Das so, machen wir jetzt auch. Also frische Kräfte aufs Feld hier. Damit wir das jetzt hier auch halten, die letzten Minuten. Ecke kommt in den 16er. St. Pauli mit dem Ballgewinn. Hartl.
Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Chance zum Tor. Und? So, Deckel drauf. Ja. Mit diesem Tor war es das für heute. Jawohl, ja. Jetzt kann Ihnen diesen Sieg keiner mehr nehmen. Gott sei Dank. So, dezentes Aufatmen bei mir. Ich habe die erste Partie nicht vergeigt. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann dieser wuchtige Schuss. Da gibt es am Ende nichts mehr zu halten. Spätestens jetzt. Also das Ding, das gehen wir nicht mehr aus der Hand. Glaube ich nicht. Ja, da passiert jetzt nichts mehr. Bitte nicht. Ja, wie das Tor von Irvine oder Irvin. Ball, Abwehr findet kein Mittel. Ganz ja. Sicher. So, jetzt müsste es aber doch mal rum sein hier. Ja, genau. Anpfiff, Abpfiff. Er geht in den Strafraum. Vielleicht die Chance. Wunderbar. Im Ernst? Da hauen die noch einen rein hier. Ist das euer Ernst? Aber... Ich will gar nicht jammern. Wiederholung dieses Treffers, erst der Eckball und dann macht er das. Den Sieg nehmen die uns trotzdem nicht mehr. Ruhe und Geduld. Ja, komm, Leute. Alter, es muss doch jetzt mal... Ja, ich wollte es gerade sagen. Irgendwann muss doch mal der Abpfiff kommen. Es ist der erhoffte, der, ja, sind wir ehrlich, erwartete Sieg geworden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und Sie sind zufrieden. Das dürfen Sie nach diesem Spiel auch sein. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragt... Ich bin total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, und mir fällt ein riesen Stein vom Herzen. Die erste Partie ist gewonnen. Das Ganze ist im Sack, Freunde. Herrlich, sehr schön. Wir müssen mal gucken, was die Zeit gleich hergibt. Jetzt müssen wir erstmal natürlich ein Interview geben zu diesem fantastischen Spiel. Gut, die Nürnberger gucken jetzt ein bisschen dämlich aus der Wäsche. Ist klar. Okay. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Teammoral, zufrieden, die sollten happy sein. Wie zufrieden sind Sie mit dem Sieg? Ja, hallo, richtig happy. Mein erster Tag als Coach und dann gleich ein Sieg, hallo. Ja. So, vor dem Spiel gingen alle davon aus, dass Sie auf Augenhöhe mit dem ersten FC Nürnberg sind. Hatten Sie Zweifel am Sieg? Alle Spieler haben alles gegeben. Ich denke, besser kann man das nicht sagen. So, wie haben wir uns vorbereitet auf das Spiel? Wir waren besser vorbereitet, genau. Danke für das Gespräch. Ja, schade, dass die Antworten nicht auch irgendwie reinsynchronisiert worden sind, wie der Reporter selber. Das hätte Sinn gemacht, aber okay. So, schauen wir mal kurz in die Post rein. Geschäftsführer. Ja, da gab es ein Angebot für Jackson Irvin, aber den werde ich doch nicht weggeben. Das ist einer unserer Meistertorschützen hier. Was ist das noch? Geschäftsführer, Transferangebot für Vasili, den geben wir auch nicht weg. Das können wir uns alles hier sparen.
So, jetzt gucke ich mal gerade, schaffen wir doch ein zweites Spiel? Sollten wir schaffen? Ich lasse dieses Trainingspotenzial jetzt nochmal so stehen und wir stürzen uns jetzt gleich in das zweite Spiel rein. Wir machen jetzt aber noch nichts mit Transfers, wie gesagt, Jugendaufbau, das werde ich mir für die nächsten Male mal vornehmen. Jetzt erstmal ab in das zweite Spiel und das ist gegen das SVW in Wiesbaden. Okay, ja, so ist es jemand in der zweiten Liga. Na, da trifft man öfter mal auf Mannschaften, da hast du nie von gehört. Okay, ich bin sehr gespannt. So, wir machen mal einen kleinen Zeitsprung. So, aber wenn das nicht motivierend ist, erste Partie unter dem neuen Trainer gewonnen, dann weiß ich es auch nicht. So, Anstoß. Wir bleiben in der Taktikansicht. Ich glaube, bei Saliakas und Metcalf muss ich mal gucken. +2, +1. Mit den Ausrufungszeichen. Ich hoffe, das ist nichts Negatives. Genauso bei Treu. Ansonsten müssen wir da mal nacharbeiten. Gut, erstmal in die Partie. Der große Moment ist da. Ein Spiel Ja, der im ganz besonderen Sorte. Millerntor-Stadion. Ein echtes Jawohl. Highlight. Bleiben Sie dran. Wird's gelingen? Bleiben Sie dran. Gleich geht's los. Okay, let's go. Heimspiele Das sind war ja der immer gut. Anstoß. Spiel läuft. Geht ja nichts über die eigene Fernkurve, ne? So werden die Gastgeber beginnen. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Der SVW in Wiesbaden hat sich für diese Aufstellung entschieden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so Gefährlich. schnell in die Oh, da machen Offensive sie nichts aus gehen. dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist Junge. sauer. Da muss mehr kommen. Eben. Mit Recht ist er sauer. Mit Recht. Also ich bin sauer. Das ging viel zu schnell. Sie unterstützen gut. Na, komm, Saad. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke? Den Ah! behält er gut. Der hätte reingehen müssen. Aber ist schon mal ein Anfang. Die Richtung stimmt. Ecke kommt rein. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Junge, 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 Junge. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Hartl. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Er könnte die Führung Und erzielen. ja, Sie da gehen klingelt es hier im schon früh Kasten. in Führung. Damit haben Sie erstmal alles im Griff. Wir schauen auf die Wiederholung. Ich glaube, Ausgangspunkt für dieses Tor ist dieser unnachgiebige Druck. Irgendwann ist die Lücke dann einfach da. Ja, der Trainer freut sich natürlich über diese Führung. Ja, Es ist man ein sieht mir die enges Freude Spiel. nicht so Es gerade ist im ein Gesicht Spiel, in an. dem Kleinigkeiten entscheiden können. Ich Und da freue mich ist so ein dieses bisschen Tor nach so innen, wichtig. ne? So, ne? Tief drin. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jawohl, das ist die richtige Richtung, Jungs. So will ich das sehen. Da kommt die Flanke. Da fängt er die Flanke ab. Ja, den hat er schön aus der Luft gecatcht.
Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Angriff läuft. Machen sie erstmal richtig gut. Die machen jetzt richtig Druck und zack. Yes. Der macht hier, was er will. Was, schon wieder Eckstein? Mit dem Jungen kann man arbeiten. Ach, schönes Tor. Hier ist die Wiederholung. 1-1. Sieht so leicht aus. Ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven. Da musst du abgezockt sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich. Und das nach nur 20 Minuten ist okay. Stark gemacht, das könnte was werden. Na, nee, ich will das nicht. Da schießt er. Oh, es ging auch zu gut los, ne? Es ging zu gut los. Macht das unheimlich gut. Den Schuss kannst du nicht halten. Das ist ein super Tor. Na, sie müssen jetzt aufpassen. Und da macht er sich natürlich am Spielfeldrand so seine Gedanken. Das Gegentor gefällt ihm. Was war das denn für eine Kameraeinstellung? Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Ja, ich hoffe, die Jungs lassen jetzt nichts anbrennen. Eggestein. Ja, der Eggestein auch immer vorne dabei, ne? Sehr schön. Den muss ich mal im Auge behalten. Saliakas. Die Chance jetzt. Yes, yes, yes. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf? Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Und schon wieder das Spiel. Eggestein. So schnell nicht vergessen. Hier sehen wir nochmal die Szene. Da macht er sein drittes Tor. Er ist ganz gut drauf. Der macht doch Saad und Erwin Konkurrenz hier. Das sind ja eigentlich so die Torgaranten bei St. Pauli. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Also wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich es auch nicht. Setzt sich durch. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Da klären sie erstmal. Und jetzt der Schuss. Mach keinen Scheiß. Ballbesitz erstmal abgegeben. Viel Platz für den Konter jetzt. Ja, ist aber nicht viel zum Anspielen. Da doch, jetzt. Okay. Ja. Na, wird das was? Sie haben die Chance. Irvine. Jawohl. Drin ist der Ball. Irvine. Der trägt jetzt schon 3 Tore. Sie legen noch einen. Ein richtiges Schützenfest. Wunderschön. Perfektes Timing bei diesem Schuss. Hier das Tor nochmal. Ja, klasse gemacht. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Das höre ich gerne. Danke für die Komplimente. Einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Ich wollte es gerade sagen, wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Ich habe es jetzt fast selber schon vergessen, ne? Das ist. Zieht nach innen. Ist ein Brett. Zieht den Ball gut zurück. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Okay, Leute, weiter geht's. Ist nicht mehr allzu lang die erste Halbzeit. Und dann geht's ums Ganze. Mir wird schon reichen, wenn wir das Ergebnis nur halten. Das ist richtig schön. Geht
geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Das ist die falsche Richtung, Jungs, definitiv. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ja, besser, viel Flanke besser, viel, viel besser. Klasse Aufmerksamkeit vom Torwart. Knapp, ganz knapp. Ecke kommt's. Und, können Sie die verwandeln? Erklären, gut aufgepasst. Ah, auch schon wieder so knapp. Mit dem Tor, der Torhüter ist da. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, um Gottes Willen. Ich will mich nicht beschweren. Ja, abgefälscht. Ah, das ist jetzt stark. Jetzt ist er aber drin. Ich fass nicht. Smith. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann kommt der Kopfball, technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt's gar nichts zu halten. Läuft. Ist Moment, ist der Ball gerade auf dem Schädel vom Kameramann abgeprallt? Habe ich das richtig gesehen? Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Oha, okay, 2 Minuten. Da wäre die Chance über außen. Der Pausenpfiff hier im Millantor-Stadion. So, die erste Hälfte ist Erlösung. Zu Ende. Ja, besser kann's doch erstmal gar nicht werden, Freunde, oder? Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Der Johannes Eggestein, ne? Der Junge haut was weg. So, und weiter geht's. Wir gehen rein in die zweite Hälfte hier im Millantor-Stadion. So sieht's aus. 5:1 mittlerweile die Führung gegen Wiesbaden. Hoffen wir, dass es so bleibt. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Bonustore obendrauf, wir wissen es nicht. Solange es so bleibt, bin ich zufrieden. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ah. Gut gemacht, gut gemacht. So, wir können wechseln. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Smith Torwart. Gegen Nemeth. Diesmal mit dem besseren Ende. Es wird hier einen Wechsel geben. Ja, Smith hat auch ein klassisches Spiel geleistet. Gut geklärt, hat ja auch ein Tor geschossen. Also der kann zufrieden sein. Bleibt am Ball. Chance zum Tor. Ganz stark abgeblockt. Boah. Gute Parade. Tottenham hat sich einen neuen Spieler geholt. War nicht so einfach, den zu verpflichten. Aber jetzt hat es geklappt. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Ja, die Fans. Na? Wollen, dass sie was aus der Chance machen. Na? Stehen schon wieder vor der Haustür hier, die Jungs. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Junge. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird ärgerlich. Geblockt. Und klasse durchgesetzt. Jetzt hat er den Ball. Den Ball hätten sie jetzt nicht verlieren dürfen, ne? Jetzt echt nicht. Also ich bin ja nur wirklich alles andere als ein Profi, aber hallo? Das ist die Chance. Dreh, ah. Tor. Okay, wir können noch mal wechseln. Ja, wir geben mal dem Zoller hier eine Chance. Eggestein geht dafür raus. Ich meine, hallo, der hat hier Höchstleistung gebracht. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann fällt das Tor natürlich. Den kannst du auf diese Distanz gar nicht mehr verschießen. Der Junge braucht auch ein bisschen Atem, ne? Ein bisschen Pause.
Da kommt Zoller. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Ja, sowas sage ich immer ungern vor dem Ende einer Partie. Na, wie heißt es so schön, der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten. Ne? Guter Ball, aber und da ist dann alles möglich. Bis zum Schluss. Sie wechseln. Na gut, dann machen wir das auch nochmal. Metz gegen Zvigala. Bringen wir nochmal frische Kräfte zum Schluss. Ecke kommt ins Zentrum. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Kluges Zuspiel. Sie haben die Chance. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Da blockt er fantastisch. Einmal mehr. Die Situation wird erstmal geklärt. Guter Block, aber Sie müssen weiter aufpassen. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Junge. Reine Nervensache hier. Okay, ab geht's. Da kommt die Ecke. Guter Befreiungsschlag hier. Ja, die Kurve feiert schon, wie ich finde, zu Recht. Das sieht vielversprechend aus. Zoller. Hartl. Die Chance. Oh. Und damit wird's noch deutlicher. Junge, das kannst du dir nicht vorstellen. Die Jungs sind drauf. Ist er, das ist doch der Kollege, den wir gerade eingetauscht haben, oder? Nee, das ist Zoller. Doch, Zoller. Er zieht an seinem Mann vorbei. Ja, geht nichts über frische Kräfte auf dem Platz, ne? Aus der Distanz ist das dann natürlich kein echtes Problem mehr. Ist ja ein wahres Schützenfest hier. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Davon gehe ich mal aus. Mit einem unglaublichen Spielstand von 6-2 geht es hier weiter. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Gefährlich. Bam. Das ist der Treffer. Ja, da kommt der Gegentreffer. Aber angesichts des bereits hohen Ergebnisses, was soll's? Da setzt er sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, ich frage mich warum, aber es ist ja nicht so schlimm. Es ist ja nicht so schlimm. Sage und schreibe, 9 Tore sind es jetzt, also bisher. 6-3 steht's. Jackson Irvine. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Chance zum Tor. Ja, ist das zu fassen. Aber stoppen kann ihn keiner. Doppelpack. Ganz starke Spieler. Zoller, wieder Zoller. Die Kurve außer Rand und Band. Ich kann es nachvollziehen. Der Doppelpass. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Also es scheint, dass wir die Mannschaft hier wirklich richtig gut eingestellt haben. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr.
Den Ball gibt er erstmal nicht her. Und das gibt Abstoß. So, der Countdown läuft, Leute. Der Countdown läuft. Gleich haben wir es überstanden. Wir führen haushoch mit 7:3. Junge, kriegst du natürlich zu. Da ist die Chance. Na? Na? Erstmal wichtig. Gute Chance. Pfosten. Ah, Pfosten. Ja. Okay, jetzt weg damit, Jungs. Weg damit. So, 3 Minuten Nachspielzeit wird's geben. Boah, okay. Da sollte jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Hartl. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also. Yes. Die Dreier knüpfen damit an die Leistungen vom letzten Spieltag an. 2 Spiele, 6 Punkte. Was willst du denn mehr? So kann es für die Mannschaft natürlich weitergehen. Ja, ich bin auch sehr, 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 sehr zufrieden. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Dreierpack, ja, was willst du denn mehr? Da hat eine Menge gestimmt, eine Menge zusammengepasst. Der Sieg ist dann auch die logische Konsequenz, wenn du so eine Leistung abrufen kannst. Ja, ich denke mal, wenn das so weitergeht, müssen wir uns um den FC St. Pauli hier nicht allzu viel Sorgen machen. So, Freunde. Ja, da würde ich mal sagen, das war ein erfolgreicher Start in den Karrieremodus bei FC24. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Gerne auch einen netten Kommentar. Pusht mal so ein bisschen den Algorithmus. Vor allen Dingen, wenn ihr ein paar heiße Tipps für mich habt. Ich bin da vollkommen neu in der Kiste. Ne? Also hier so mit Jugendförderung und den ganzen Bums, Transfermarkt, bin ich noch überhaupt nicht drin. Wenn ihr da Tipps habt, lasst es mich wissen. Ansonsten danke ich euch wie immer erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich sage ich schnell noch Dankeschön, nämlich allen, die mich unterstützen mit einem Like, Follow, Abo, mit einem Tipp bei Tippi oder bei einem Kauf bei meinem Partner Instant Gaming. Nicht vergessen, da gibt es Spiele für PC und Konsole 90% teilweise billiger oder natürlich auch Guthabenkarten für PlayStation und Xbox mit dauerhaften Rabatten. Schaut mal rein, die Links sind in der Videobeschreibung. Ich sage Dankeschön. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü tschü.